Wer meint, es sei besser für Deutschland, wenn es diesem Land schlechter geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ist keine Alternative für das Land, der ist Abgrund für Deutschland, meine Damen und Herren. In seinem ProSieben-Spezial Rechts, Deutsch, Radikal hat Reporter Thilo Mischke mit Vertretern der rechtsextremen Szene in Deutschland gesprochen. Bei einem heimlich aufgezeichneten Gespräch mit einer rechten Bloggerin ist auch der ehemalige AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth anwesend. Das Gesicht des AfD-Mitglieds war in den Aufnahmen nicht zu erkennen. Seine Aussagen wurden nach Angaben des Senders aus einem Gedächtnisprotokoll nachgesprochen. Lüth soll bei dem Treffen unter anderem gesagt haben, die AfD ist wichtig und das ist halt schizophren, das haben wir mit Gauland lange besprochen. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Oder Zitat, wir können die nachher immer noch alle erschießen, das ist überhaupt kein Thema oder vergasen oder wie du willst, mir egal. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, wurde nun mit Blick auf Lüth deutlich. Am Mittwoch sagte er während einer Debatte, und da gibt es jetzt auch ja, Hinweise darüber, dass vielleicht der eine oder andere da noch einen dritten Weg sieht. Und lassen Sie sich an dieser Stelle sagen, wer meint, er könnte in so einer Situation Deutschland noch weitere Krisen an den Hals wünschen, wer meint, es sei besser für Deutschland, wenn es diesem Land schlechter geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ist keine Alternative für das Land, der ist Abgrund für Deutschland, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit, die hinter solchen Gedanken steht. Gegenüber dem Magazin Focus bestätigte Dobrindt, dass er damit auf die ProSieben-Doku Rechtsdeutsch radikal angespielt hat. Er würde die Aussage jederzeit so wiederholen. Die AfD-Fraktion im Bundestag hat Lüth rausgeworfen. Fraktionschef Alexander Gauland hat die fristlose Kündigung am Montag verkündet. Der Beschluss im Vorstand sei einstimmig gewesen.